So, wir sind jetzt hier bei Monochrom und gehen wir mal an den Stand, schauen wir uns mal an, was die so zu bieten haben. Hallo, ich bin der, ja, da ist das Studio drin. Ich stell das mal auf die Seite. Ich bin der Chris Marquardt von Happy Shooting, der Fotopodcast. Kärtchen, wer bist du denn? Ich bin der Andreas Käsberger von Monochrom. Ah, klasse. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Hast du schon mal von uns gehört? Nee. Nicht unbedingt, okay. Ja, wir sind einfach neugierig. Wollen wir ein bisschen sehen, was hier so auf der Messe abgeht? Ja, okay. Und mich interessiert eins ganz besonders, das Subjektiv. Habt ihr es da? Wir haben es da. Darf ich es mal anfassen? Darf ich es mal sehen? Hast du es auf einer Kamera drauf? Na, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber wenn man jetzt durchguckt, dann sieht man nichts wahrscheinlich. Im Licht kommt irgendwann ein Licht. Jetzt rate ich mal, weil man so wenig sieht. Ich nehme mal an, da ist gerade eine Lochblende drauf. Jawohl, das ist die Lochblende, genau. Also, das Subjektiv, wenn man sich so aus der Nähe anschaut, kannst du mal ranzoomen, ist ein, ja, was ist es denn eigentlich? Erklär's doch mal. Subjektiv ist quasi ein Objektiv mit 4 verschiedenen Optikmodulen und während ich hier rede und die Kamera sieht es nicht, schraube ich an dem anderen Subjektiv, das ich auch hier habe, das den Halter heraus und hier kann ich dann nochmal schrauben. Und da kann ich jetzt die Optikmodule austauschen. Ah, das, also wir haben Lochblende. Die Lochblende und das ist die, jetzt wird es aber wirklich schwer für die Kamera. Wahrscheinlich, da müssen wir uns was von der Website holen. Das ist die Zonenplatte. Was ist eine Zonenplatte? Erklär, also Lochblende kennen wir. Lochblende ist ein winziges, kleines Loch. Ja. Das wird so quasi mit einer, wahrscheinlich hier mit so einer Lasernadel reingepiekst. Das wird mit einer Lasernadel reingepiekst, genau. Während die Zonenplatte ist eigentlich ein Filmstück mit aufbelichteten Kringeln. Aufbelichtete Kringel finde ich gut, ja. Aufbelichtete Kringel. Bei Kringeln denke ich an andere Sachen, aber das ist okay. Wie ein Beugungsgitter. Ja. Und das heißt, die Zonenplatte hat also einen Brennpunkt. Ganz toll ist, Fotoingenieure zu fragen, was eine Zonenplatte ist. Die haben das alle mal gelernt. Aber bist du richtig Fotoingenieur? Ich bin auch Fotoingenieur, aber ich kann es trotzdem nicht so ganz perfekt erklären. Also, aber 19. Jahrhundert, Fresnel und so weiter. Das sind so kleine Kringel, einfach so Kreise, so konzentrische schwarze Kreise. Genau, und die sind immer mal hell und immer mal dunkel und müssen in einem ganz bestimmten Abstand sein. Und wenn dieser Abstand stimmt, dann trifft sich alles im Brennpunkt. Und dann hast du dieses Bild mit einem... Das ist jetzt ein Bild mit der Acryllinse. Was ist denn die Acryllinse? Das ist einfach eine... Das hier ist dann ein Bild mit der Zonenplatte. Sieht man ganz einfach daran, weil sich die Zonenplatte hier auch ein bisschen zeigt. Aber ganz typisch für die Zonenplatte ist hier diese Aureole um so weiße, angestrahlte Menschen zum Beispiel. Also wir haben es hier einfach mit Bildern zu tun, die so ein bisschen was Surreales haben. Surreales haben oder die hier dann mit der... Mach mir nicht das Mikrofon kaputt. Die hier das mit der Lochblende gemacht, ne? Das ist dann da, da reden wir dann schon von leicht erhöhten Belichtungszeiten, wie man das sieht. Da kommt ja auch kaum Licht durch die Dinger. Kann man die erhöhen, man kann sie eigentlich verlängern und dann... Okay. Das alles dann zu das muss ich mir sagen lassen von einem Fotoingenieur. Und wenn einem das alles zu dunkel ist, dann kann man natürlich auch mit einer Glaslinse fotografieren, weil die ist ja auch dabei. Abracadabra. Das ist so ganz normal, wie man es halt aus der Schule kennt. Wie man es aus der Schule kennt oder wie man es in der Aquabox vielleicht kennt. Das ist eine Glaslinse. Das ist eine Glaslinse? Ah, die ist hinten ein bisschen konkav. Eine Meniskuslinse, genau. Und eine Meniskuslinse. Wir lernen hier Sachen. Ja, Meniskus ist vorne konvex und hinten konkav. Herr im Himmel, lass mich das. Die ist so, wie sie ist. Man kann sie auch, wenn einem das zu kompliziert wird, kann man sie auch in beiden Richtungen einsetzen und ausprobieren, was schöner ist. Und dazu gibt es dann auch noch einen Blendentopf. Dann kann man auch noch lernen, dass eine Blende was nützt in der Fotografie. Ja, also du kannst dann auch noch verschiedene Blenden reintun. Kannst ja auch selber Blenden basteln, so schwarzes Papier, Form rausschneiden und ja, so. Ja, genau. Oder man kann ja auch die Blende wiederum mit der Acryllinse kombinieren. Stellt dann plötzlich fest, dass die Acryllinse sogar auch besser sein kann als die Glaslinse. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und einer Glaslinse? Ist das nur die Brechungszahl oder? Ja, das ist schon der Brechungsindex und... letztlich ist es auch der Effekt, dass wenn die Acryllinse verschmutzt, dass sie im Endeffekt dann immer weicher wird. Und bei der ist jetzt der Fall, dass sie zum Rand auch deutlich unschärfer wird. Das ist dann bei dem Beispiel da. Das hier ist jetzt eins mit der Acryllinse. Wobei natürlich der Effekt wiederum davon abhängt, ob ich hier ein Vollformat habe, wie hier. Da wird es dann am Rand sehr unscharf. Wenn ich das jetzt mit einem kleinen Four-Thirds-Sensor mache, dann habe ich schon mehr den scharfen Bereich. So. Ne?
Und wenn das einem alles noch zu unscharf ist... Hört nicht auf. Aber mehr Module habe ich einfach nicht. Dann haben wir jetzt auch noch einen Dreilinser dafür entwickelt. Das ist ein Dreilinser, ein richtiges Objektiv. Nur, dass es halt nicht eine richtige Blende hat. Oh, das heißt, wir haben jetzt plötzlich wieder das Linsenpaket, was man so aus den... Wir haben jetzt praktisch einmal die Optik durch und ganz am Ende haben wir überlegt, Mensch, da könnte man ein scharfes Objektiv draus machen. Auf eins, was richtige, echte Bilder macht quasi. Genau. Nein, das war jetzt natürlich unfair. Das Subjektiv gibt es mit was für Kamera-Mounts? Für Kleinbildspiegelreflex-Anschlüsse. Also Canon, EOS, Nikon, Sony auch schon, die Alphas? Ja, klar. Ist ja Minolta. Und stimmt, ist ja Minolta, richtig. Ja. Wow, was zahle ich dafür? 189 Euro. Mit den vier, mit den vier Optikmodulen, nur ohne den Dreilinser, der kostet extra 109. Jetzt noch eine ganz kritische Frage. Wie stellt sich das Subjektiv gegen das Lensbaby auf? Also, das Lensbaby. Speziell das neue Lensbaby. Speziell das neue Lensbaby. Wie hat uns der Chef von den Lensbabys so schön gemeldet? Das Gespräch auf der PMA, wo wir eben das Subjektiv gezeigt haben, hat ihn sehr inspiriert. Das ist der eine Punkt, wie sich das Lensbaby darstellt zum Subjektiv. Auf einem deutschen Podcast wird er das auch nicht so richtig wahrnehmen. Und der andere Effekt, das ist hier Made in Germany von Herrn Hiesinger von Novoflex quasi persönlich gedreht. Und das ist doch eine... Das ist aus dem Vollen gedreht. Das ist Stahl aus dem Vollen gedreht. So fühlt es sich an. Genau. Da traue ich mich, ich tue es jetzt nicht, aber ich würde mich jetzt trauen, das auch mal fallen zu lassen. Ja, ich vermute mal, da wird nicht viel passieren. Genau. Tja, alles klar. Dann bedanken wir uns. Wir verabschieden uns immer schön von unseren Hörern mit einem kleinen Countdown. 3, 2, 1, Happy Shooting. Können wir das zusammen machen? Okay, ja. 3, 2, 1, Happy Shooting. Chris Marquardt von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, wunderbar. Kärtchen, wer bist du denn? Ich bin der Andreas Käsberger von Monochrom. Ah, klasse. Ja, mach mal den. Gib mir mal eine Fremdkarte, genau.